Hallo, hier sind Felix und Iris. Wir berichten heute vom ersten CES Sommerfest. Dieses Sommerfest ist das Ergebnis eines Kurses an der CES, der zum Thema Projektmanagement angeboten wird. Und die Studierenden haben hier einiges auf die Beine gestellt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Wir haben noch viel vor. Wir haben einen Kurs belegt an der CES und der heißt Projektteams leiten und entwickeln. Und da ging es eben darum, ein Sommerfest zu organisieren ohne irgendein Budget. Und Bedingung war, dass es eben gemeinnützig ist, also alle Einnahmen müssen irgendwie gespendet werden. Es geht an die Göttinger Tafel. Ich hätte auch gerne eins. Ja. Neues Los, neues Glück. Oh, gut, aber dann kriegt er einen Trost. Darf man sich echt hier jetzt einfach rausnehmen? Viele praktische Dinge. Ja. Oh, Kuli. Ich habe gerade einen Schwedischkurs. Ich hatte eben schon 2 Stunden und gleich noch 2 Stunden und wir machen jetzt hier Pause alle zusammen. Ich finde, es machen ja fast alle Fakultäten Sommerfest und so ist es ganz nett, lernt man sich vielleicht ein bisschen besser kennen. Auch dadurch, dass die Leute durchmischt sind, weil es von verschiedenen Fakultäten ist. Und ja, ist ja ganz schön, wenn man in der Pause dann mal was anderes hat, als sich nur hinzusetzen. Mit Alexander Morris, dem Dozenten des Kurses. Wie lange gibt es diesen Kurs schon? Dieser ist ganz neu jetzt an der CES. Also das ist der erste Durchlauf und wie ihr seht, haben die gleichen ganz großes Ding hier gestartet. Wie organisiert man so ein Event wie hier? Was beinhaltet das alles? Projektarbeit, Teamleitung, Organisation, Sponsorenakquirierung, Marketing. Viel dabei, sehr spannende Themen und mal überall was mitgenommen. Weil wir haben ganz viele unterschiedliche Leute angesprochen, haben eben hier für die Tombola in der ganzen Stadt nach Geschenken gefragt und natürlich dann auch unterschiedliche Organisationen angesprochen, ob sie sich eben hier beteiligen möchten. Man hat irgendwie 5 Jahre studiert und sitzt in den Vorlesungen und lässt sich berieseln und das ist alles sehr theoretisch, deswegen ist es toll, mal was Praktisches machen zu können. Man wünscht sich vielleicht noch mehr Leute, aber das, was sie auf die Beine gestellt haben, würde ich sagen, ist relativ beeindruckend und ich kann es nur weiterempfehlen. Das ganz Besondere, finde ich, ist bei dem Kurs, dass die Studierenden mit keinem Budget sowas hier auf die Bühne zaubern und lernen quasi mit nichts in der Hand große Sachen zu schaffen. Und ich finde, das ist eine ganz tolle, tolle Sache. Through the darkest of your days, if a great wave shall fall.